Hallo Kinder, heute wollen wir mit euch ein bisschen Handstand üben. Wenn ihr mit uns das Busfahrerspiel schon gespielt habt, dann kennt ihr die eine Vorübung. Aber wenn nicht, wir machen sie nochmal vor. An der Wand mit den Füßen hochlaufen, starke Arme dabei machen. Genau. Wenn ihr genügend Kraft habt, lauft ihr mit den Händen auch noch bis an die Wand. Haltet schön durch, nicht einknicken, keinen Kopfstand machen, ganz wichtig. Und dann mal wieder nach vorne und runter. Das übt ihr ein paar Mal, bis es super klappt. Dann dreht ihr euch um und dann versucht ihr mit Schwung gegen die Wand den Handstand zu machen. Genau, man kann so ein bisschen daneben noch stehen, ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Und runter und dann gleich nochmal. Jawohl. Super. Genau. Das sieht sehr schön aus. Wenn ihr in der Luft seid, denkt immer noch mal an die gestreckten Zehenspitzen. Weil wenn ihr die Zehenspitzen streckt, dann habt ihr auch immer gleich Spannung im ganzen Bein. Ne? Wenn die Zehen krumm sind, dann ist hier unten auch alles ganz lapprig. Okay, wenn ihr das schon super könnt mit dem Schwungbein, dann könnt ihr es auch mal ohne Schwungbein probieren. Dann muss nämlich mehr Kraft aus dem mittleren Körper kommen. Zack und da hoch. Genau, es kann auch gar nicht viel passieren. Die Wand ist stabil gebaut. So, ohne Schwungbein, zack, da hoch. So, das könnt ihr alles erstmal alleine üben. Dann braucht ihr aber die Hilfe von Mama oder Papa, damit ihr frei in dem Raum auch den Handstand übt. Annalena, machst du das bitte mal quer zu den Kindern hin? Sehr schön. Oder willst du von da anfangen? Da hast du ein bisschen mehr Platz. Ja. Genau, man muss in der Wohnung ja mal ein bisschen gucken mit den Gegenständen, mit den Möbeln. Okay, Schwungbein geht nach oben, wird weit nach vorne gesetzt. Beide Arme gehen runter. Oh. Passiert auch mal den besten Turner. Jawohl. Und dann seid ihr da oben. So, für die Eltern, ganz, ganz wichtig, Annalena, bleibt mal oben. Versucht man nicht hier bei den Kindern an die Füße zu fassen, auch wenn die kleiner sind, sondern immer mit beiden Händen, ich gehe mal auf diese Seite, mit beiden Händen am Oberschenkel. Ja? Okay, das war jetzt einmal für die Eltern die Hilfestellung. Okay, jetzt zwischendurch auch mal die Hände aufschütteln vom ganzen Stehen. Jetzt kann ich. Okay. Gut, und nochmal. Zack, hoch und da stehen. Genau, hier schön die Zehenspitzen strecken, wunderbar. Und runter. Wenn ihr das schon ganz gut alleine könnt, dann können die Eltern einfach nur mal eine Hand hochhalten, wo ungefähr eure Zehenspitzen hinkommen. Und dann klemmen die Kinder nämlich mit den Füßen die Hand ein. Da steht sie da ganz alleine. Wunderbar. So, dann gibt es noch so ein paar Tricks, dass ihr besser stehen könnt. Einmal sind es eure Hände. Nicht die flache Hand aufsetzen, sondern hier so einen kleinen Hohlraum bilden, dass ihr nur mit den Fingerspitzen und hier dem Handballen aufdrückt. Dann könnt ihr besser die Balance halten. Der zweite Trick sind eure Schultern. Nicht nur die Arme strecken, sondern zack, nach oben noch rausschieben. Ne? Da hoch. Probiert das mal so ein bisschen aus. Schultern heben, senken. Nur, dass ihr merkt, da passiert was im Schultergelenk. So, mit diesen beiden Tricks zusammen könnt ihr auch wunderbar alleine im Handstand stehen. Wir sind hier nur noch als kleine Sicherung. Und dann übt ihr das fleißig, sodass ihr nach den Ferien hoffentlich alle den Handstand könnt. Viel Spaß dabei. Tschüss!